Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einherr-Ari. Servus, grüßt euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es heißt, akkurat glücklich sein, dass der Ari, servus. So, heute gibt es um ein ganz tolles, innovatives Gerät, da warte ich schon lange drauf, ganz ehrlich gesagt. Das ist der neue Frilexo Cam 500. Und da sprechen wir von echter kabelloser Freiheit, da kein Begrenzungsdraht notwendig ist. Und bei mir war es immer so, ich habe immer geliebäugelt mit dem Frilexo, okay, wir haben wirklich nicht viel Gras, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht, einen zu haben. Und ich habe ja schon damals erfahren, wo ich bei Einheit war, dass da was kommen soll, dass da was im Petto ist. Habe gesagt, ich warte da drauf, ich habe keinen Bock, diesen Draht einzubuddeln. Und jetzt haben wir sowas, der wo mit Ultraschallsensoren und Kamera praktisch das ganze Ding absucht, anschaut und dann kann der ohne fahren. Wie gut er das macht, das werden wir beim Testen sehen. Ist natürlich ein Power Exchange Gerät, Power Exchange. Das kompetenteste und erfolgreichste Akkusystem im Bereich Werkstatt, Haus und Garten. Einfach das idealste System für uns Heimwerker, sage ich jetzt einmal. Ein Akku für alle Geräte. Mit bis zu 3 Jahren Garantie auf Geräte und 2 Jahren Garantie auf Akku. Und du kannst mit diesem einen Akku, oder du hast da mehrere Akku, alle Geräte betreiben. Und das ist cool, ich weiß, andere haben das auch, aber das ist einfach das innovativste System, meiner Meinung nach. So, jetzt kommen wir zu dem Gerät, der Frilexo Cam 500. Da ist ein 3AH PXC-Akku schon inkludiert, also der ist in der Verpackung mit drin, das finde ich cool. Du musst jetzt nicht irgendeinen Akku, der wo. Ich habe ja immer alle Akku bei mir da hinten doppelt und jetzt fehlt einer und dann fehlt er dir irgendwie und dann musst du wieder einen nachkaufen. Also der ist schon dabei. Der hat integrierte Kameras, ihr kennt den Mähbereich und visuell die Rasengrenzen wie Steine, Rasenkannensteine, Pflaster, Teer und Rindenmulch. Also das ist echt geil. Dann hat er 2 Ultraschallsensoren zum Erkennen von Hindernissen und psychischen Rasengrenzen wie Hecken, Mauern und Bäume und so weiter. Dadurch ist kein Begrenzungsdraht notwendig und das ist einfach mega, das finde ich einfach mega. Vor allem, ich kann den jetzt ja mitnehmen nach Italien, dann nehme ich ihn jetzt auch mit nächste Woche, dann nehme ich ihn nach Italien, dann checke ich den nochmal aus, wenn er noch ins Auto nicht passt, sagen wir es mal so. Ich habe es vorhin schon mit dem Karton probiert, ich wollte das Unboxing eigentlich unten machen, aber ich muss es jetzt hier machen, weil ich bringe mit dem Karton gar nicht ins Auto rein. So, da hast du ein innovatives Taschenfeld zum Programmieren der täglichen oder zweitägigen Mähzeit. Intuitiv ist das Taschenfeld, das werden wir sehen. Dann hast du einen Mähmodus für einen Hauptgarten, abgetrennten Rasenbereich, kann man also auch machen irgendwie, werden wir sehen. Hat einen Regensensor für rasenschonenden Betrieb. Ja, wie gesagt, Regensensor. Dann hat er ganz wichtigen Brushless-Motor, praktisch mehr Leistung mit längeren Laufzeiten. 18 Volt ist wie gesagt dabei. Die empfohlene Rasenfläche ist bis 500 Quadratmeter, darum heißt der Relaxo Cam 500. Die Schnittbreite ist 18 cm, das ist mir jetzt im ersten Moment, wo ich es gelesen habe, ein bisschen schmal vorkommen, aber ich habe noch nie einen Rasenmäherroboter gehabt und klar, der wird das schon machen. Ja. Dann hast du zentrale Schnitthöhenversteuerung von 20 bis 60 mm, eine Steigung von maximal 25 Grad kann er fahren. Okay, das haben wir nicht, ein bisschen Steigung habe ich in Italien schon. Dann hast du das innovative Keypad drin, also dieses Bedienungsdingsteil. Dann ist ein Magnet dabei für virtuelle Grenzen von 5 Meter. Du kannst aber auch noch eins vom Zubehör nachkaufen mit 20 Metern. Da kannst du praktisch den Rasen, sagen wir so, der mäht jetzt auch und der soll aber, da ist jetzt eine Blumenwiese in deinem Gras drin und die Blumenwiese willst du nicht abmähen, weil es für die Insekten stehen lassen willst. Dann grenzt du das ab mit diesem Magnetband, dann fahrt der da auch gar nicht rein. Und das finde ich genial. Das finde ich wirklich gut. Super Idee, also sehr innovativ das Ganze. Dann kannst du programmierte Arbeitszeiten kannst machen. Dann hast du ein Mähprogramm für Nebenflächen. Wie das aussieht, werden wir sehen, das muss ich abchecken. Dann hast du Eco-Mode, Stoßhebe- und Kippsensor. Das denke ich mal, wenn der jetzt irgendwo runterfahren würde, was ich glaube, also ich habe auch Treppen da dort, wo der fahren soll. Schauen wir mal. Oder wenn einer hochlupft und mitnehmen will. Gut wäre nur, wenn er einen Alarm hätte. Also wenn jetzt in einer klauen will, dann Alarm. Ja. Ja. Dann ist die Ladestation inklusive 12 Meter Leitkabel ist im Lieferumfang enthalten. Das heißt, du musst so ein Leitkabel legen um die Ladestation rum, denke ich mal. Und dass der weiß, wo er hin muss zum Laden. Das Zubehör gibt es in Mähroboter Garage, die werden wir nur zulegen. Oder ich baue mir selber was vielleicht. Mal schauen. Dachpappe hätte ich auch noch da. Ich glaube, wir bauen selber was. Das schaut doch cool aus, bestimmt. Mit einem Einheitsschriftzug drauf oder so. Dann kannst du Ersatzding kaufen, ein Reinigungsset und das Magnetbandset von 20 Metern mit 20 Befestigungshaken kannst du kaufen. Wenn du das Ding praktisch, also den Frilexo Cam 500 in Betrieb nimmst, dann heißt es auspacken, Installation, Ladestation plus Leitkabel.
dann den Frilexo in die Ladestation stecken, initialisieren und kalibrieren und eine Initialisierungsfahrt machen und dann Start und Go. Aber jetzt sage ich mal, wir packen den mal außen, schauen uns den mal an. Ich bin riesig gespannt, ich freue mich riesig drauf. Es hätte natürlich auch noch den Frilexo geben, diesen innovativen, der wo praktisch auch mit der Pumpe kommunizieren kann. Die war auch innovativ, es gibt es jetzt auch, Gartenpumpe. Wenn es praktisch regnet, dass der oder nach dem Wetterbericht stimmt der seine Mähdinger ab. Der wäre auch noch cool gewesen. Aber wie gesagt, für mich ist der Begrenzungsrad einfacher. Da habe ich keine Lust drauf. Das ist immer wieder bei mir jetzt, ja, jeden Monat ist Weihnachten. Jeden Monat ist ein bisschen Weihnachten. So. Da kommt schon mal riesig was raus. Wir haben natürlich dabei die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Wartungshinweise, Garantiehinweise, unter anderem in Deutsch dabei. Dann haben wir hier dieses zum Installationsvideo. Kannst du da praktisch das Installationsvideo anschauen, brauche ich gar keins machen. Dann haben wir hier noch mal was. Das ist das mit diesem Ladestation, mit dem Draht, da wo der dann hinfinden muss, denke ich mal. Da muss ich mal anschauen, das werde ich noch machen. Und dann kommt der da raus hier. Und der schaut aus wie so, wie schaut das aus? Wie so ein kleiner Panzer oder so. Cool, cool, cool. Ich sehe rot und ihr mit mir mit. Oh. Da kommt schon mal. Warte mal, wie lasse ich drin? So, da la. Einmal. Yes. Also nur die anderen Bedienungsanleitungen in den anderen Sprachen. Dann haben wir das Magnetband dabei. Da das Magnet. Da haben wir diese Haken dabei, wo du das, die Schleife setzen kannst wahrscheinlich. So Erdspieße sind dabei, ganzer Haufen Erdspieße sind dabei, dann hier da ist noch was, dann können wir das auf Zeiten tun, würde ich sagen. Dann können wir das auf die Seite tun. So, haben wir da noch was drin? Ah, der Akku ist da drin, die Batterie. Der AHA-Akku vom neuen Modell. Dann haben wir hier die Ladestation dabei. Da kann der praktisch andocken. Und da kann ich ihn anstecken. Das, da muss ich noch abchecken, was das ist. Das wird die Leitung sein, denke ich mal, wo er da wieder herfinden muss. Weil die da, der Antenne. Ja. Das ist die Antenne, denke ich mal. Und die musst du dann da außen rumführen, wie die gesagt haben. Hier ist es schon mal eingesteckt, schau. Und da kommt das Plus noch rein. Ja, schau. Dass der dahin findet, wo er hin muss. Also, das haben wir. Antenne, Zeiten. Da gibt es bestimmt nur so
entweder Gummis oder irgendwas dazu, dass man das festmacht, weil da sind so Löcher drin, vier Stück, dass das auch im, da wo es steht, fest ist. Ich weiß natürlich jetzt nicht, kann man das so machen, dass ich jetzt, muss das auf dem Rasen stehen, kann ich das an die Seite hinstellen, da wo praktisch die Terrasse ist, dass der mir in der Terrasse steht, fahrt der auch bis zur Terrasse rein, wo es überdacht wäre, ich weiß es nicht, ich habe noch nie sowas gehabt. Vielleicht weiß das einer von euch schon mal und der kann mir dann schon mal einen Anhaltspunkt geben. So. Der schaut doch mega aus. Der schaut doch mega aus. Hier sind die Messer. Das sind ja nette Messer. Hier hast du die Messer. Die Rollen. Die Räder, die sind sehr grob, dass er auch vorwärts kommt. Auch wenn es jetzt mal ein bisschen bergauf geht, bis zum 25%. Die sind 180 Grad drehbar, klar, weil der das umeinander fahren kann, wie es braucht. So, machen wir mal hier das weg. Andocken tut er da vorne. Da dockt er an. Praktisch so rein. So fährt er dann da rein so. So. Am Anfang habe ich mir gedacht, der schaut aus wie ein bisschen wie ein Frosch. Da die Sensoren und da die Kamera. So, jetzt machen wir den Aufkleber da weg. Dann ist da natürlich, das ist ganz wichtig, den Anhänger müsst ihr euch angucken. Der ist ganz wichtig, dieser Anhänger, den liest ihr euch durch. Hier könnt ihr nämlich bei den Geräten die Garantie um ein Jahr verlängern und bei den Akkus um zwei, auf zwei Jahre. Also um ein Jahr verlängern auf drei Jahre und bei den Akkus um ein Jahr verlängern auf zwei Jahre. Dann müsst ihr euch da registrieren und dann könnt ihr euch das machen. Das ist, sage ich mal, von Einheischer, da sagen sie, unsere Geräte sind so gut, wir geben ein Jahr länger. Perfekt. So. Dann schauen wir uns mal das da an. Ich hoffe, die Klappe bleibt jetzt so offen. Ja, das ist fast. Schauen wir uns das einmal an. Das ist das innovative Bedienfeld hier. Da steht jetzt 4, 6, 8, 10 Stunden Start, A, B, OK, Schloss und ein Haus. Und da kannst du was einstellen hier. Die Schnitthöhenverstellung ist das, die kannst du einstellen von 20 bis 60. Ja. Ja. Zeige ich schnell, wenn ich drehe. Warte mal. Das ist natürlich gar nicht so einfach. So geht das. Schnitthöhenverstellung von 20 bis 60 mm Grashöhe. Er hat hier auch so ein kleines Ding, wenn du jetzt da drauf kommst, seht ihr das? Der geht nicht gleich auf, du musst ihn dann aufmachen. Der hat so einen kleinen, muss er überwinden, so einen kleinen Widerstand drin. Das finde ich gut, dass die Klappe, auch wenn jetzt aus Versehen immer drauf kommt, nicht ganz aufgeht. Das finde ich gut. Für was die zwei sind, weiß ich nicht. Muss ich nachlesen. So, dann machen wir da hinten auf. Da kommt der Akku rein, zum Glücklichsein. Hier. Das schließt richtig sauber ab. Das schließt wirklich richtig sauber ab. Und da ist sogar ein kleines Magnetle drin, so wie es anfühlt. Finde ich cool, finde ich gut, finde ich richtig gut. Der ist natürlich mega verarbeitet. Okay, in dieser Preisklasse muss es aber auch sein, ganz ehrlich gesagt. Der ist echt saugut verarbeitet. In den Nein können wir nicht schauen, da müssen wir jetzt dazu legen, ganz ehrlich gesagt.
Das ist irgendwie cool. Ich denke, ab und zu muss man die Kamera vielleicht reinigen, das ist klar. Das denke ich mal, die Ultraschallsensoren, mein, da fahr schon mal mit den Fingern drüber, das ist gut. Gell. Aber da steht kein Gehäuse oder irgendwas über. Da ist keine scharfe Kante oder so. Ganz ehrlich gesagt. Aber ich hätte es jetzt auch nicht anders erwartet und ich bin sogar nicht anders gewöhnt, ganz ehrlich gesagt. Aber da freue ich mich schon riesig drauf und ich denke, so kann ich ihn jetzt auch mitnehmen, weil mit diesem großen Karton, um Gottes Willen. Und dann können wir das Ganze auch mal in Betrieb nehmen, auspacken. Ich lese mal alles ganz genau durch. Das finde ich auch mega. Und ich finde es einfach mega, ich muss nochmal sagen, dass du wirklich keinen Begrenzungsdraht brauchst. Das finde ich einfach mega. Das ist einfach total innovativ, cool und für so faule Kerls wie mich perfekt. Perfekt. Und ich bin auch gespannt, was er kann. Wie gesagt, ich habe auch so kleine Steigungen drin. Die Rasenfläche hat vielleicht 40, 50 Quadratmeter, wenn überhaupt. Aber ja, warum nicht? Soll doch arbeiten, dann brauchst du ihn nicht machen. Das habe ich doch. Ja. Und dann werden natürlich mit heimnehmen und vorne im Rasen nehmen, denke ich mal. Werden die Leute wieder schauen, werden Nachbarn sagen, jetzt fährt da auch noch schon was Rotes umeinander. Cool. Freut mich riesig. Ich hoffe, ich habe an einen oder anderen von euch begeistern können. Mich würde so interessieren, wie seid ihr mit eurer Frilexo bis jetzt zufrieden? Schreibt es doch in die Kommentare, da wäre vielleicht ganz interessant, von dem einen oder anderen zu wissen, wie ist es so, wie laufen die so, wie funktionieren sie, wie bin ich zufrieden? Wie gesagt, da gibt es dann nur dieses Zubehörreinigungsset und so weiter. Und diese Garage, die muss ich mir anschauen, ob ich mir dann nicht selber was baue. Vielleicht kann man die sogar da irgendwie, weiß ich nicht, sehe ich dann, schaue ich mal, berichte ich dann. Und wie gesagt, ihr seid wieder dabei. Wenn ihr in den Betrieb nehmt, seid ihr natürlich dabei. Ich nehme die Kamera mit, dann können wir uns das anschauen, wie das funktioniert. Und ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, da vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mir die Stange haltet. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Freut euch an den Maschinen, kümmert euch um dich, deine Familie, um deine Geräte, alles, was dir wichtig ist. Und schalt wieder ein, wenn es heißt, da ist der Ab. Ja. Da ist der eine, Harry. Servus, grüß dich.